Hey Leute, willkommen zurück zu Kolat. Weiter geht's im Uralgebirge. Wir haben es mittlerweile fast auf den Gipfel geschafft. Hier oben ist nämlich noch was. Ich muss ganz kurz mal die Koordinaten überprüfen. Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Hier. 10N. Und 57. Das müsste hier sein. Und warte, und hier ist 55. Alles klaro. Die Markierungen deuten wohl auf diese Orte hier hin. Ich werde erstmal hier raufgehen und dann werde ich nochmal hier runtergehen und schauen, was wir verpasst haben. Denn die zweite Markierung habe ich wohl noch nicht entdeckt. Das war jetzt die eine. Die 10, 55. Na gut. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Ihr habt Zeit, oder? Habt ihr Zeit? Ja, mal. Das ist ja wunderbar. Ich sollte aber nicht immer mit Licht rumlaufen, hieß es ja schon. Bisher habe ich allerdings den Eindruck, es ist nur ein bisschen Panikmache. Way. Geile Scheiß. Und hier ist absolut kein Schnee. Guck mal, der Schnee hört einfach auf an dieser Grenze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nicht einladend aus. Ist das hier? Das ist verdammt creepy, Leute. Und er hat überall... Ja gut, das ist die Verwachsung. Ich dachte, da wäre irgendwas eingeritzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das nur? Wird leicht mulmig. Oh, ich bin wieder in der Höhle. Na, fantastisch. Hier hat das erste Vieh auf uns gewartet, oder? Ich laufe mal ein bisschen schneller, ja? Einmal bitte weg hier. Wow. Das sind doch Außerirdische, oder? Na ganz ehrlich, das... Wer sollte sowas hier platzieren? Oh, da ist ja noch was. Guck mal. Oh, das ist viel. Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige Anna N. beschloss, nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählte uns, ich bin unheilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler inhumane Experimente an Häftlingen durchgeführt hatten. Haben sollen. So. Es gab eine spezielle Kammer. Sie ließen uns auch nie nur in die Nähe davon. Sie wurde von Soldaten bewacht. Ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machten und warum so wenige lebend zurückkehrten. Er sah mich mit schreckensverzerrtem Gesicht an und sagte, Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere? Ich war dort. Ich stand am Rand des eingestürzten Universums, an der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund, ein gigantisches Loch ohne Boden, ein dunkler, höllischer Schacht. Ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran. Und es begann, sich in mir breit zu machen, die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn per Presse aussendigen und die ganze Sache aufdecken, doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen. Wir baten den Aufseher der Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, einen Kommentar. Wladimir Kronski, der Kommandant der Einheit, bestritt die geschilderten Vorfälle.
Er teilte uns außerdem mit, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hatte, jedoch nie mit dem von ihr beschriebenen, in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N.'s Mitarbeiterakte, der zufolge sich von 1940 bis 1950 im Gefängnis Suchanowka, auch bekannt als Sonderobjekt 110, beschäftigt war. Ja, wie gesagt, ich habe keine Brille auf und ich brauche eine, aber habe ich noch nicht und es ist sehr klein. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen. Beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Wie gesagt, ja, ich hoffe, es ist nicht allzu anstrengend, wenn ich mich manchmal verlese, aber ich sehe es schlichtweg nicht. Es ist so klein und meine Augen sind nicht so gut. Sorry. Wir machen weiter. Das war jetzt doch schon das, was ich da aufgesammelt habe, oder? Was ich noch suchte. Genau, das war's da. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch das hier als Rückweg, wenn ich jetzt hier oben rechts abbiege. Alles klar. Aber sehr krass, was da im Berg auf uns gewartet hat, oder? Einfach mal so eine Ansammlung von Skeletten. Das ist total unheimlich und irgendwie auch sehr abscheulich, dass man sowas macht. Dass man menschliche Skelette als Verzierungsobjekte nutzt. Oh Gott, ich glaube, ich kann da nicht runter. Ich glaube... Okay, man kann also sterben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Laufe nicht ununterbrochen. Gönne deiner Figur Verschnaufpausen. Das ist doch... Naja, der kann das schon ab, oder? Der kann das ab. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen, oder wie? Die Frage ist halt, wo bin ich? Weil hier geht's scheinbar nicht rüber auf diese Wege. Aber warum ist hier dann... Na gut, das ist kein Wasser, das scheint einfach nur Eis zu sein, oder? Okay, dann darf ich jetzt mal den ganzen Weg zurücklatschen. Das ist ein Spaß. Da ging es rauf, genau. Oha. Vielleicht kann ich ja von der anderen Seite, sobald ich über den Fluss oder diesen Abgrund drüber bin, ja auch dann auf Land springen. Hier. Da runter dann quasi, oder? Geht das? Vorsicht. Nee, geht nicht. Guck mal, macht da nicht. Aber da ist eindeutig ein Weg. Hier kann ich doch auch nicht mehr raus. Nee, das Ende. Ich will nicht durch das Wasser laufen. Das ist arschkalt, du. Arschkalt! Ich weiß nicht, wo diese Viecher lauern, aber die könnten theoretisch überall sein, oder? Aber gut, dann kann ich eigentlich schon mal die zwei markierten Orte abhaken auf meinem Koordinatenzettelchen. So, dann haben wir das nämlich. Hoppala, ich bin an die Maus geraten und die lenkt das Ganze ja auch so ein bisschen. Zack, oh Gott, warte, nicht weiter. Nicht in den Tod, bitte. Moment, da geht's runter, ne? Ja. Oder? Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Was ist hier los? Ich musste doch jetzt hier irgendwo sein. Ach so, das ist ja kaputt, der Weg. Wie soll ich jetzt da raufkommen, sag mal? Ich komme doch nicht mehr zurück. Ach du Elend, was... Das Spiel hat mich in eine Sackgasse geführt. Beziehungsweise ich habe mich da rein manövriert. Jetzt komme ich hier nie wieder weg. Oh Gott. Das ist ja gemein. Könnte ich springen? Dann wäre das ja eine Möglichkeit, dass ich da unten irgendwie hinkomme, aber... Ich kann nicht springen. Hier vielleicht runter? Ich weiß es halt echt nicht, ne? Weh. Das ist auch der Tod. Hm.
Spiele mit Soundeffekten und Musik. Um noch bessere Effekte zu erzielen, verwende Kopfhörer. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, fantastisch. Ich komme von diesem Berg hier nie wieder runter, Leute. Da wo der Baumstamm ist, muss ich eigentlich runterkommen. Oder hier. Oder ich gehe hier wieder runter. Das probiere ich jetzt mal. Warte. Ich wüsste halt nicht, wie ich es anders machen soll. Wahrscheinlich führt da irgendwie nur ein Weg hoch und da finde ich wieder was. Wenn ich wieder von unten vom Flussbett komme, meine ich, dann führt da ein Weg rauf. Oder von diesem See um den Krater herum. Vielleicht war es ja mal ein richtiger See, bevor der Krater da reingeschlagen wurde von irgendwas. Das ist halt das, was wir hier erfahren wollen. Guck mal hier jetzt nämlich. Nee, da falle ich jetzt eben nur runter. Achtung. Tut ein bisschen weh. Alles klar, wir überleben es aber. So, da geht's nicht weiter, weil hier ist der Baumstamm. Und da ist der Tod. Oh, oder? Nee, es ist der Tod, definitiv. Warte mal, ich bin jetzt hier. Ja? Dann geht's wahrscheinlich hier. Oder nö? Es ist kaputt. Ach, Kacke, Leute. Ich weiß nicht, wo es hier runtergeht von diesem verfluchten Berg. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Oh, wow. Ich habe keinen Bock auf diesen Nebel. Oh! Was zur Hölle? Ich bin tot? Warum? Warum bin ich tot? Ihr habt vielleicht den Cut bemerkt. Ich bin nämlich noch ein bisschen rumgerannt und habe heute am nächsten Tag erst weitergespielt. Denn ich kam nicht mehr von diesem bescheuerten Berg runter. Ich glaube, wir sollten rennen, oder? Mit Barthahn im Mund. Oh Gott, nein. Hier geht's weiter. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Ja, das war auch nicht richtig. Ich darf nicht von den Felsen erschlagen werden, weil vorher war ja eigentlich alles zu. Ähä. Naja, dann nochmal. Ich find's voll creepy hier. So, jetzt vorsichtig. Mehr Geröll. Nee, komm, lauf.
Nee, noch mehr von diesem orangenen Nebel. Lauf, 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 lauf. What the fuck? Oh. Warum bin ich gefallen? Dann halt nochmal. Es ist so dreckig gerade. Durch Vor- und Zurückspulen zwischen den Lagern wird der Spielfortschritt gespeichert. Also ich kann vor- und zurückspulen, ja. So wohl jetzt noch nicht. Das ist echt mies mit diesem Gas. Komm schon. Ah, nicht treffen lassen, bitte. Ui. Ich glaube, das mit dem Runterfallen hier war ein Bug, oder? Da war doch noch Boden. Da war fester Boden. Der ist nicht weggebrochen oder so. Ah, komm schon, nicht jetzt runterfallen. Das sieht auch nicht gerade sicher aus, aber ich lauf durch. Oh, da kommt's immer noch. Da ist ein Feuer. Wird gespeichert, ja endlich. Mal schnell. Schnell ins Lager. Oh, guck mal, jetzt kann ich endlich zwischen den Lagern hin und her reisen. Das ist ja wunderbar. Alles klar, Ro. Das haben wir geschafft. Der Nebel ist weg. Okay, krass. Krass, krass, krass. Leute, ich würde sagen, ich mache hier eine Pause. Wie dann geht's schon? Ich habe keine Ahnung mit dem Schnitt. Aber ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Kolat.